Willkommen in Ägypten im Roten Meer. Wir sind über zwei Wege erreichbar. Einmal Masa Alam internationaler Flughafen, 1,5 Stunden vom Süden zu uns ins Flamenco und 1,5 Stunden vom Hogada Flughafen ins Flamenco. Wir haben verschiedene Tauchplätze, also wir sind genau hier, 7 Kilometer nördlich von El Kessir, circa 12 Tauchplätze vom Jeep und Boot im Norden und 15 Tauchplätze mit Jeep und Boot Richtung Süden. Direkt hier im Flamenco haben wir einen Steg mit einem wunderschönen Hausriff, der ist sehr leicht erreichbar, zu Fuß knapp 200 Meter vom Dive Center entfernt. Eine Stunde von uns entfernt kommt man nach Safaga. Von da aus fahren wir mit dem Boot zur Salem Express. Die Tauchplätze Gazes Soraya bis Abu Zawatir fahren wir vom Land aus an, das heißt, wir gehen immer vom Land aus direkt ins Meer. Direkt 10 Minuten in El Kessir haben wir ein Boot, einen Anlegesteg und mit diesem Boot fahren wir verschiedene Tauchplätze Richtung Norden an. Im Norden haben wir genauso Halbtagestouren vom Jeep aus, wo wir auch direkt vom Land aus reingehen. 30, 35 Minuten von uns entfernt ist es Sakassia. Dort gibt es 2 Stege zum Ein- und Aussteigen, wunderschönes Traumriff. 10 Minuten weiter kommt das Kanelia mit einem wunderschönen Hausriff namens Mehelek und dort fahren wir auch mit dem Boot los in verschiedene Plätze, auch außerhalb von der Küste. 15 Minuten weiter Richtung Süden ist das Sentido und dort gibt es auch ein wunderschönes Hausriff, was wir mit dem Boot auch sehr leicht erreichen. Noch eine Stunde weiter kommt Abu Dabab, eine riesengroße Bucht mit Schildkröten, eventuell Seekuh, alles was man sehen mag. Diving.de verfügt über 3 Boote, direkt im Hafen von El Kessir, die Tamara, mit der wir maximal 40 Minuten rausfahren in geschützte Buchten oder Außenriffe, die auch bei jeder Wetterlage geeignet sind. Das Boot Benny in Mehelek, direkt am Steg, Halbtagestouren, Ganztagestouren, maximal 30 Minuten Fahrzeit, auch bei jedem Wetter super geeignet. Dann das nächste Boot ist die Esther, die liegt im Hafen von Masa Alam. Mit der fahren wir an Elphinstone, was natürlich eine weitere Strecke ist, nur für feste Magen geeignet und Sharp Masa Alam 1/2 Stunde von dort entfernt. Direkt hier im Flamenco haben wir einen Steg, von dem wir aus tauchen können, Richtung Norden und Richtung Süden. Viele verschiedene Möglichkeiten und ein wunderschönes Hausriff. Die nächsten Stege haben wir im Acacia, dort haben wir auch ein Dive Center und es sind 2 Stege. Da kann man Richtung Norden tauchen, man kann Drift Dive machen zwischen beiden Stegen, man kann auch bei gutem Wetter im Südsteg reinspringen und eventuell einen Drift Dive nach Mehelek machen, was natürlich viel Erfahrung beansprucht. Der nächste Steg ist in Mehelek. Auch gleichzeitig der Anlegesteg für unser Boot. Wunderschönes Hausriff mit Sandplateau und viel Chance auf Großfisch.